Ja, mache ich einen Roundhouse-Kick und das Vieh ist einfach zu weit weg. Und ich komme nicht dran. Metzel, Metzel. Ah, hier so ein Zünder. Ich weiß nicht, was es war, aber ich konnte hier nicht lange genug. Ich frage mich, was mit all den Nephalem geschehen ist, die hier gelebt haben. Habt ihr nicht die Knochen bemerkt? Ich verstehe. Ja. Irgendwann stirbt jeder mal, ne? Da hat er ja in seinem Tagebuch gesagt, dass die Nephalem auch sterblich waren. Nur die Frage, warum die Stadt hier untergegangen ist. Fanta, was? Erzündetes Fanta irgendwas. Der Sturm bricht los. So. Ja, sind wir. Ja, von einer Seite, glaube ich, mal gewesen. Noch mehr Gegner. Gibt es eigentlich eine Statistik, oder die man einsehen kann, wie viele Viecher man gekloppt hat? Wäre echt mal interessant zu wissen. Alter, das sind doch bestimmt schon mehrere tausend. Würde mich mal reizen zu wissen, wie viele ich jetzt dann beim Durchspielen davon gekloppt haben werde. Die Nephalem hatten eine solch starke Bindung an das Licht, dass es ihre Mächte um ein Vielfaches verstärkte. Ich glaube jedoch, dass sie durch das Licht in uns zu neuem Leben erwachen können. Und so soll die Westmark geweiht sein, als strahlendes Licht im Westen. Ich habe den Wolf von Corvus als mein Wappen genommen und mich als König ausrufen lassen. Aha. Also habe ich das gerade richtig verstanden, das ist der König, der Westmark gegründet hat. Der Sturm bricht los. Mal gucken, ob hier noch was Interessantes ist in den Ecken. Okay. Scheint nur noch sehr viel mehr Spielzeug. Dann gehen wir zurück. Verkaufen unsere ganze Beute. Ruin von Kors. Weiter versunkene. Da. Enklave der Überlebenden. Da wollen wir hin. Hier ist der Händler. Alles, was ihr braucht. Kaufen. Ja. Das lohnt sich jetzt nicht so sehr. Das lohnt sich auch nicht. Oh, die Schuhe vielleicht schon. Zack. Also, was braucht ihr? Verkaufen. Und dann reparieren wir mal eben, wenn wir schon mal hier sind. Hä? Nein, ich wollte hier auf dem Wegpunkt. So, wo müssen wir hin? Die große Halle. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Oh, was macht die gerade? Richten das? Ist jetzt die Hexe Adria zu einer Dämonin geworden? Sieht irgendwie so aus. Ich habe meine Wahl getroffen. Ihr werdet sterben. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid derjenige, der ihn befreit hat. Niemals. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Und
Doch werdet ihr einsam sterben. Ja. Und wenn er wieder zurückkehrt, dann halten wir wieder auf. Zack, die Hexe erledigt. So, wo war jetzt mal Alter ihr? Hätten wir die Fläche mal zu Ende da gucken lassen müssen. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Tja, wollen wir hoffen, wir wollen ja auch immer wieder ein neues Diablo spielen können. Sieht ein bisschen tot aus. Frag mich, dass das da ist, ob die Nephilim das gemacht haben oder nicht. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael, also muss er dort sein. Ja, wissen wir, wo wir hin müssen, ne? Wie kommen wir da hin? Also, wir müssen mit Tira reden. Okay, auch da wieder so ein bisschen was zum Verkaufen. Tja. Das kann ich mir nicht leisten. Verdammt, ey. Ich krieg die Krise. Jetzt habe ich mein ganzes Geld schon wieder ausgegeben, weil ich nicht aufgepasst habe. Das ist zum Kotzen. Das ist richtig zum Kotzen. Ich will den ganzen Scheiß doch gar nicht haben. Was soll ich denn damit? Also, ich habe kein Geld, ey. Mann. Da guck mal, was ich da für scheiß Geld ausgegeben habe. Für diesen verdammten Müll da, ey. Das ist doch wie damals ihr mit dem scheiß Handys da, ganz früher, wo man dann immer irgendwie den Menüpunkt direkt Internet hatte und man sein ganzes Prepaid-Guthaben aufgebraucht hat, weil man die scheiß Internet angeklickt hat. Zum Kotzen. Theros neu etablierte Herrschaft über Westmark konnte jedoch den Bürgerkrieg nicht beenden und er wütete weiter, bis sie dem Wahn und schließlich der Seuche zum Opfer fiel. Cornelius, der Enkel von Justinian dem Dritten und getreuer Anhänger des Glaubens der Zakarum, nutzte diese Gelegenheit, um die Rebellen ein für alle Mal zu vernichten und zum neuen König zu werden. Wo wollt ihr denn hin? Ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten? Ich habe eure Heldentat bei einigen Wachen erwähnt. Ihr könntet eine Auszeichnung erhalten, wenn das alles vorbei ist. Ah, großartig. Ja, da scheint er ja ganz heiß drauf zu sein. Maltael befindet sich in den Ebenen des Wahnsinns. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er versteckt sich und hofft, uns so lange aufzuhalten, bis er zu mächtig für mich geworden ist. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Okay. Hauptsache, der kann da immer ein Portal hinmachen, ne? Aber sprechen wir erstmal noch mit denen hier. Lara! Lisa! Sucht ihr jemanden? Ach, es sind meine Kinder. Sie spielen dort draußen eins ihrer Spielchen. Ich werde sie schon finden. Na, hoffentlich. Ich kenne den Tod nun besser als die Form meiner eigenen Hand oder als mein eigenes Schwert. Händel hat sich an meiner Seite in den Kampf gestürzt. Ich kannte ihn seit meinen Tagen als Rekrut. Doch als ich ihn in jener Nacht ansah, hatte ich eine Vision. Ich sah die Gesichter der Männer, die er getötet hatte. Und ich sah, dass er den nächsten Tag nicht mehr erleben würde. Laut den Aufzeichnungen hatte König Rakis ein markantes Kinn, Haar so schwarz wie die Nacht. Und eine glänzende Rüstung bedeckte seinen muskulösen... Ach, entschuldigt. Wo war ich noch gleich? Na. Es scheint, als ob jedes Mal, wenn Westmark überfallen wird, ein Held zu seiner Rettung eilt.
Die Geschichte schreibt sich viel einfacher, wenn es einen starken Protagonisten gibt. Ich bin immer noch nicht fertig. Ein Großteil von Westmark wurde von Rakis und seinen Söhnen erbaut. Die Ruinen in den Marschen außerhalb der Stadt könnten ebenfalls auf sie zurückgehen. Jedes Mal, wenn ich um Gold für meine Ausgrabungen bitte, hat die Krone natürlich gerade ein dringenderes Problem. Ja, kommen ja immer wieder neue Dämoneninvasionen hier hin. Wundert mich nicht, dass sie ein anderes Problem haben. Wir können nicht anfangen, alles wieder aufzubauen, ohne sicher zu sein, dass der Urheber dieser Zerstörung tot ist. Noch habe ich ihn nicht gefunden, aber ich schwöre euch, dass er dafür bezahlen wird. Das ist meine Hoffnung. Habt ihr auch ganz schön viel Geld von mir bekommen, ey. Jetzt geht es also in die Ebenen des Wahnsinns? Ihr werdet eine Welt erleben, die nur wenige Menschen bisher zu Gesicht bekommen haben. Eine Welt ist doch wie die nächste. Die Schönheit des Lebens geht vollkommen an euch vorüber, nicht wahr? Das glaube ich bei dem auf jeden Fall auch. Als ich akzeptieren musste, dass meine Überzeugungen falsch waren, fühlte ich mich verloren. Ich hatte Angst, mir würde immer so zumute sein. Doch stattdessen erfüllt mich jetzt eine tiefe Ruhe. Ich fühle mich nicht mehr innerlich zerrissen. Das Anbeten falscher Götter erdrückt den Menschen. Ein wahrer Glaube kann nur durch Meditation und Studium gefunden werden. Er kann euch nicht eingeprügelt werden. Das hat die. Also, ich komme mal gucken, ob der Schuft noch was anderes hat. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Nein, hat er nicht. Aha, ich wusste, ihr würdet meine Hilfe brauchen. Seht ihr? Seid ihr nicht froh, dass ich euch vorher nicht gesagt habe, dass Adria sich in ein scheußliches Ungeheuer verwandeln würde? Nein. Ihr seid immer so beherrscht. Ich nahm an, eine Überraschung würde euch gefallen. Solche nebensächlichen Details hätten euch nur unnötig zu denken gegeben. Ja, ja. Immerhin ist sie jetzt tot. Die für so viel Tod und Übel und Verderbung verantwortlich ist. Dann gehen wir mal auf die in die Ebene des Wahnsinns. Hoffentlich werden wir das Wahnsinn nicht. Hier? Sieht so aus, als wären hier wieder ein paar Engel getötet worden. Zerstört das Tor! Der Nephalem ist hier. Was ist denn für eine? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Töten die Engel sich hier gegenseitig jetzt auch, oder was? Paar tote Engel, also totes Might Engel hier erledigt. Ja. Achso, da sind auch ein paar noch gute Engel. War es uns anzugreifen? Ich? Da war so ein verrückter Engel hier. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Ja, das habe ich ja vor. Das war mal Opio Imperius. Weil das war der Pfad des Krieges. Maltael wollte mich von den Ebenen des Wahnsinns fernhalten. Mein Fortschritt beunruhigt ihn. Ich werde die uralten Schlachtfelder durchqueren, wo Engel und Dämonen sich seit Anbeginn der Zeit bekriegen. Mein Ziel ist die Festung des Wahnsinns
wo der Engel des Todes mich erwartet. Okay. Wird ja nicht so schwer sein. Dieser Ort ist sogar noch seltsamer, als ich erwartet hatte. Das kommt nicht oft vor. Sieht ja schon ziemlich cool aus, so im Hintergrund hier, ne? Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Okay. Aber ich kann mir schon denken, was getan werden muss. Wir gehen zum Maltael und machen den einfach kalt. Oh, das sieht aber ganz schön nach Dämonen aus hier. Ja, Dämonen. Soldat. Warum kämpfen wir jetzt hier gegen die Dämonen? So. Geduld ist keine meiner Stärken, Evelyn. Der macht doch hier direkt alle platt. Stattdessen muss ich jetzt hier gegen die Dämonen kämpfen. Frage mich ja, ob die Engel und Dämonen hier immer noch am Kämpfen sind. Und welcher Dämonenherrscher dafür verantwortlich ist. Ups, da fällt gerade was weg. Mach den hier platt. Geht doch. Okay. Ist das der Tempel, die Burg, wo immer wir hinwollen? Das ist der rechts. Na, kommen immer mehr Dämonen hier. Dann hau doch nicht immer wieder ab. Bleib doch einfach mal bei mir. Ich würde ja meinen Imperius würde ich auch platt machen, ne? Auch wenn der hier so richtig schön AE-Schaden macht. Na? Hat er bestimmt gegen uns nicht drauf. Sagt er vielleicht wieder so einen Turm um. So. Das ist eine Belagerungsruhe. Nehmt sie an euch. Was kann ich damit anstellen? Naja, hier ist auf jeden Fall erstmal ein Teleporter. So, tun wir nochmal. Ein Gegenstand. Tag, Imperius. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Eure Dankbarkeit bedeutet mir nichts. Naja. Aber immerhin will er ja, dass wir das machen, ne? Da kann er sich ja noch nicht beschweren. Na, was ist denn hier? Engelsrune? Okay. Ohne. Was ist hier? Schon irgendwelche Fallen gewesen. Aber mir kann ja hier eh nichts wirklich was anhaben. So, machen wir jetzt mal die urzeitlichen Täuscher. Platsch. Sind ja mehrere anscheinend. Dann gucken wir mal, dass wir diese Belagerungsrunen finden. Naja, sind aber echt eine Menge aufgespießte Engel hier.
Aber es war ja in dem Dings auch schon, ne? In den hohen Hebeln. Lasst euch im Stich!